Dreimal hat die Eröffnung der Badesaison in Mödling in den letzten Wochen verschoben werden müssen. Nun ist es endlich soweit. Offiziell ist das Stadtbad eröffnet und das wurde natürlich auch gleich mit einem Fun- und Activity-Fest gefeiert. Also heute ist der erste Event-Tag sozusagen. Es werden noch weitere folgen, aber dieses Activity-Event sollte einmal so ein Sprungbrett sein für später und wir werden heute einmal die Erfahrungen sammeln. Auch das Feedback von den Leuten interessiert uns, wie es ihnen gefallen hat. Es sind sehr viele Vereine hier, die sich hier präsentieren, also von Tauchen, Tanzen, Street Soccer, also wir haben alles eigentlich, die Eishockeyspieler sind da. Also man kann alles ausprobieren, es sind Subs hier, mit denen man paddeln kann. Und ich glaube, also wenn sich das dann herumspricht, dann wird im zweiten Event dann schon mächtig viel los sein. Im Laufe dieser Badesaison sind also noch weitere Events dieser Art geplant. Mit der heurigen Saison ist ein neuer Stadtbaddirektor bestellt worden, der sich einiges für die Badegäste vorgenommen hat. Wir haben positives Feedback, wir haben versucht, das Ganze ein bisschen zu modernisieren, es aufzuhübschen. Wir haben hier entlang am Eislaufplatz so eine kleine Chill-Out-Area, eine grüne Oase mit vielen grünen Pflanzen, mit Palmen aufgebaut. Wir haben einen Garten aufgebaut, wo früher braches Land war, haben wir das jetzt belebt und haben schon Tomaten und Paprika, die wir pflücken können. Worauf wir ganz besonders stolz sind, wir sind den Wünschen der Besucher gefolgt und haben das Sportbecken jetzt auch beheizt. Jetzt ist es nicht mehr so notwendig, jetzt macht das die Sonne, aber in der Übergangszeit haben wir immer zwischen 27 und 28 Grad gehabt und das hat dann wirklich eingeladen, sich wohlzufühlen drin. Wohlgefühlt haben sich beim Fun- und Activity-Tag nicht nur die Gäste, sondern auch die Vereine. Sie haben mal wieder live zeigen können, was sie alles drauf haben. Ja, jetzt war natürlich lange Lockdown, da ging nichts. Da haben wir halt online unterrichtet, sind wir gleich auf Zoom umgewechselt, haben wir online unterrichtet und jetzt sind wir wieder offline. Ja, also es war perfekt heute, wirklich. Also kurz tanzen, Vollgas, total verschwitzt und dann einfach in Badezeug und rein ins Pool. Also eine bessere Location kann man sich tatsächlich so fürs spontane Tanzen nicht vorstellen. Für technischere Sachen ist vielleicht der Boden nicht ganz ideal, aber für so eine Sommer-Event-Show ist es perfekt. Vor allem den Kindern hat man an den Nasenspitzen ansehen können, welchen Spaß sie hatten. Aber es geht beim Baden und Schwimmen nicht nur und ausschließlich um den Spaß, denn Schwimmen ist eine Grundfertigkeit, die eigentlich jedes Kind haben sollte. Schwimmen ist eine gefährliche, das Wasser ist gefährlich, Kinder ertrinken lautlos und darum sollten sie möglichst früh an dieses Medium gewöhnt werden und zumindest schaffen, ein paar Meter über Wasser zu bleiben. Ganz viele Gemeinden sperren ihre Bäder zu, weil sie defizitär sind. Mödling leistet sich dieses Bad, weil es unheimlich wichtig ist, gerade in einer Schul- und Kinderstadt wie Mödling, dass unsere Kinder weiterhin schwimmen lernen. In Deutschland gibt es mittlerweile tausende Kinder, die keinen Schwimmunterricht mehr bekommen können, nicht die Möglichkeit haben, mit Eltern ins Bad zu gehen und Schwimmen zu üben. Und die Unfälle und die Todesopfer sind dementsprechend hoch und das soll in Mödling auf keinen Fall passieren. Deshalb bin ich unheimlich froh, dass wir ein schönes Schwimmbad haben, das auch genutzt wird und wo auch Familien, die Corona-bedingt heuer keinen Urlaub machen können, einen schönen Sommer verbringen können. Um möglichst vielen Kindern und Familien die Möglichkeit zum Schwimmen zu geben, konnten im Vergleich zum Vorjahr einige Lockerungen im Bad umgesetzt werden. Gemäß der aktuellen Covid-Bestimmungen gelten auch hier die 3G-Regeln. In den Innenräumen muss derzeit noch ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, aber wir können viel mehr Leute ins Bad lassen, das war voriges Jahr das Thema. Da durften wir nur 840 Personen und das war dann schon oft überschritten. Und jetzt dürfen über 1500 Personen ins Bad, also ich glaube, Platz ist genug. Und in diesem Jahr können auch wieder die beliebten Saisonkarten genutzt werden.